aus. Give me a sec. Wir haben Harry Potter, die Heiligtümer des Todes, langweilig. Hangover 2, ganz witzig, aber vielleicht nicht unbedingt so kinomäßig drauf. Wir haben den neuen X-Men. Ich weiß nicht, ob ich den wirklich im Kino sehen will. Was vielleicht awesome ist, allerdings erst ab dem 29. Juni im Kino, der neue Transformer. Oh. Troll, ihr habt nicht wirklich geglaubt, dass ihr entkommen könnt, oder? Ihr und eure Verbündeten werden Schwarzmorede und Antwort stehen müssen. Vielleicht muss man X-Men angucken, das ist vielleicht noch das geringste Übel. Ab dem 8. Juni, welche noch heute? Zum Scheiße, das ist schlecht, weil am 7. müssten wir kommen. Am 7. müssen wir ihn gucken. Scooby, psch. Du hast wolltest mich auftrappen an diesem Tag. Ja, aber okay. Ein bisschen Privatsphäre muss man uns geben, okay. Ich wollte nur, ich nehme das Pferd, you guys. Ich nehme das Pferd. Ich opfer mich. Wir haben auch noch Gregs Tagebuch 2, aber ich weiß nicht, was Gregs Tagebuch ist, geschweige denn, wer Greg ist. Ponyhof im Tagebuch. Schule ist immer noch kein Ponyhof, also eigentlich ist das schon. Jetzt ist ja so für Leute, die noch nie in der Schule waren. Hm. Viele Leute, die Pussys sind. Och, man, dude. Verlost. Boah, wann gibt's das? Ja. Aber Thor, so vom Trailer her, das Gefühl, dass das eine Enttäuschung werden könnte. Der läuft ja jetzt? Ne. Nee, wann läuft denn der endlich? Irgendwie läuft der vom 2. bis zum 5. Beides ja 5. Ne? 20.05 Uhr am Warschein. Also läuft er noch. Vielleicht. Du musst mal in ein anderes Kino gucken. Guck mal bei Dönhausen. Im Cinemax. Ne, wie heißt das? Ich glaube ja. Ach du Scheiße. Oh, screw you guys. UCI Kinowelt. Danke. Och man. Jetzt bin ich vom Pferd gefallen, wie sagt das denn? Wo bist du? Ich bin hinter euch. Kung Fu Panda 2. Ich möchte keine Empfehlung haben. Der Mandant. Oh. Der Mandant, vielleicht juristischer Film. Muss man ausgehen. Ich mal kurz auf Folgen. Wenn es Probleme gibt, Schrei. Jo. Jo. Fast and Furious 5 aus dem Film. Oh, Koda. Honey 2. Ah. Ach. Oh. Ich tanze ja für mein Leben. Wait a sec. Was ist nochmal tanzen? Lord of the Dance 3D. Fast nicht. Oder ich häng fest. Oh, wie schaffst du das immer? Ich hab gar nichts gemacht. Mach dir hier nochmal. Weiß nicht mehr, verstecken wir uns hier nicht irgendwie? Irgendwas hat dieses Pferd erscheint. Es liegt nicht an deinem Aussehen. Es liegt an deiner Fresse. Ich hab dann gesagt, aber dann sollte ich Internet.
Ich habe einfach keine Wut, nicht mal so ein bisschen. Ja, mir ist auch aufgefallen, dass sie nicht im Pferdestall war. So, am 7. kommt nichts mehr. Ja. Wir haben am 7.6. Wasser für die Elefanten. Wer ist Hannah? Source Code, meinst du? Ja, der läuft. Ja. Ja, das wäre was. Das ist ein aus dem Film, ne? Besonders 3D könnte richtig gut sein. Läuft der dann in 3D oder normal? Normal. Scheiße. Royal Opera, Macbeth. In 3D. Scream 4. Langweilig. Lass sie sich nicht stören, ne? Ist alles normal. Geht da oben schon mal, ja? Das ist echt manchmal so eine Pussy irgendwie. Ja, bitte. Welch mächtige Kraft umgibt diese Frau? Dude, das wird nicht funktionieren. Sie ist... Nachher geht noch was kaputt oder so. Sie. Verlass uns das, wir wissen, was wir tun. Die Relativitätstheorie der Liebe. Oh, so. Jo, ich komme raus, aber. Das war eine Falle. Draußen ist noch gar keiner. Oh doch, da oben. Wie die Grafik so billig vor von den Typen? Das ist völlig normal, das Spiel. Na ja. Okay. Einen subtileren Weg zu finden. Okay. Ja, dann kommt ihr hier Sümpfe. Mit dem dunklen Portal, die Öffnung des dunklen Portals. Gibt's ja dann hier auch. Ewig nicht mehr gemacht. Im Zuge dieses Add-ons. Gab's in auch in Du eigentlich 4 Parts oder 3? Ich weiß nicht, meinst du, da kommt noch einer dann, der uns so überrascht? Also wir haben, das Schattenlabyrinth kommt auf jeden Fall noch. Aber ich frag mich, es gibt einmal dieses und gleiche Part. Der weiße Part? Ist das sowas wie der weiße Ritter? Der weiße Part. Schön. Es gibt einmal das, wo Mörmer drin ist, und es gibt auch das, wo dieser Prinz da drin ist. Also müsste es 2 geben, aber wie könnte das andere Ding heißen? Wenn es nicht der weiße Bart ist, habe ich nicht mal einen Ansatz, oder? Dann kann ich nicht helfen. Du wolltest Hilfe haben. Es geht scheinbar um einen korrupten Anwalt, bei der man dann. Ja, das. Das macht mich nur traurig. Aber jetzt bringt mich auf dumme Gedanken.
Doch sein mangelndes Interesse für Mandanten und Opfer wird ihm eines Tages zum Verhängnis. Kurz abgesehen. Bei einem Vergewaltigungsfall gerät Mickey in tödliche Gefahr. Wer ist Mickey? Na, Mickey Maus. Was denn da? Das ist auf einmal eine Vergewaltigung. So Mickey Maus-Ding. Mickey hat auch noch so eine Sturmhaube übergezogen, aber man erkennt ihn trotzdem. Aber bei der Polizei, ich konnte sein Gesicht nicht erkennen, er hatte eine Sturmhaube auf. We just did this one. Circa 80k. Also nicht der Rede wert. War die Party gut? Ja. Außer der andere Krieger haben die Leute gut Damage gemacht. Dann gibt es ja noch Ohne Limit, da ist irgendwie so ein Typ, der es überhaupt nicht drauf hat im Leben, ein Schriftsteller, und dann findet er eines Tages eine Droge, die alles verändert. Und irgendwann kommen Nebenwirkungen. Klingt irgendwie nicht so spannend. Habe ich einen Trailer von gesehen, der ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht, der Film. Ich glaube, Source Code ist noch besser. Du hast deine Rolle bestätigt. Ja, schon lange. Aber jemand anderes nicht, weil die Gruppe verlassen hat. Nämlich Princess? Verlässt jetzt auch die Gruppe. Selber schuld. Ah, ich war echt alleine. Alleine im Ladescreen. Honey 2 kann man mit Movie Points bezahlen. Wenn man kriegt, weil für Source Code bekommt man angeblich 50 Movie Points. Freund zum Film einladen, ja gerne. Wo kommen denn diese Musketiere? Keine Ahnung. Tor läuft auch an diesem Tag. In 3D. Ja? Mhm. Was meinst du, Tor oder Source Code? Ich weiß nicht. Ich habe ja wie gesagt bei Tor Angst, dass es Flop werden könnte. Vielleicht ist es auch ganz cool. Nimmt einfach den man mit der, wie soll ich sagen, offenen Gesellschaft nicht sehen könnte. Mit einer offenen Gesellschaft? Mhm. Ich meine, ist das denn? Gut, ich kann das hier nicht erläutern, weil diese Gesellschaft Let's Play sieht. Also sollen wir die beiden nicht fragen? Weiß ich nicht. Ich auch nicht viel, ja. War bei solchen Tagen noch nie gemacht. Ja, vielleicht macht man das so. Nö, eigentlich nicht. Oder, normalerweise... Weiß auch nicht.